Diabetes ist heutzutage schon zu einer Volkskrankheit geworden. Laut aktuellen Studien leiden mittlerweile 150 Millionen Menschen weltweit an dieser Krankheit und bis zum Jahr 2025 soll sich die Zahl der Betroffenen sogar noch verdoppeln. Prävention und das richtige Verhalten im Alltag ist das Wichtigste für die Patienten. Die Praxis für Diabetologie in der Poliklinik Ernst von Bergmann bietet für Betroffene eine Rundumbetreuung an und wir stellen Ihnen diese Abteilung jetzt einmal vor. Fachkompetenz und langjährige Erfahrung unter einem Dach, das ist die Poliklinik Ernst von Bergmann. Sie bietet umfassende ambulante Versorgung und ein erstklassiges Leistungsangebot. Ob Gynäkologie, Internisten oder Kinderärzte, HNO-Heilkunde, Chirurgie, aber auch Radiologie sowie Logopädie und Physiotherapie. In diesen und den weiteren Facharztpraxen in der Poliklinik erhalten die Patienten eine individuelle Beratung sowie eine qualifizierte Behandlung. Zum umfangreichen Leistungsangebot der Poliklinik Ernst von Bergmann gehört die Praxis für Diabetologie. Seit September 2008 leitet Beate Schuer, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Diabetologie, die Abteilung. Ein Schwerpunkt der Praxis ist die Behandlung von Typ 1 und Typ 2 Diabetikern. Eleonora Hoffmann ist zur Kontrolluntersuchung bei Beate Schuer. Die 73-Jährige leidet seit fast 20 Jahren an Diabetes Typ 2. Die Krankheit beeinflusst ihren Alltag stark. Disziplin ist das Wichtigste im Leben von Eleonora Hoffmann. Man muss immer sein Spritzzeug dabei haben, sein Messgerät, alles was dazugehört, das muss immer da sein und man muss immer seine Zeiten beachten, wann man zu spritzen hat. Und ansonsten vorm Essen messen, nach dem Essen spritzen oder auch vorm Essen, also wie es jeder so hat. Man muss es immer tun, man darf es nicht vergessen, wenn man leben will und wenn man ordentlich leben will. Ein- bis zweimal im Vierteljahr muss Eleonora Hoffmann zur Untersuchung in die Poliklinik. Dabei kontrolliert Beate Schuer die Blutzuckerwerte und vor allem die Füße. Eine wichtige Untersuchung, denn gerade bei Menschen, die an Diabetes leiden, besteht ein hohes Risiko, an den Füßen zu erkranken. Eine typische Komplikation beim Diabetes, und zwar bei Typ 1 wie Typ 2 Diabetes, ist eine diabetische Nervenstörung. Die zeigt sich am ehesten an den Füßen. Das heißt, dass die normale Nervenfunktion mit der Zeit einfach verschwindet und kaputt geht. Das heißt, die Patienten haben nicht mehr das Schmerzempfinden, was wir normalerweise haben. Das heißt auch, dass sie Verletzungen, Druckstellen oder ähnliche Probleme nicht mehr spüren. Eine regelmäßige Fußkontrolle ist also notwendig. Auch Augen und Urin müssen regelmäßig untersucht werden. Bei Eleonora Hoffmann sind sowohl die Laborwerte als auch die Füße in Ordnung. Bei ihr wurde der Diabetes Typ 2 damals frühzeitig erkannt. Doch die Erkrankung ist ein schleichender Prozess, wird oft viel zu spät erkannt. Eine große Gefahr für die Patienten. Das ist das Gefährliche, dass der Zucker schleichend oder der erhöhte Zucker schleichend Probleme machen kann, die dann für die Patienten unter Umständen lebensgefährlich werden können. Ja, Nierenschäden bis hin zur Dialysepflichtigkeit, Veränderung an den Blutgefäßen, das Risiko für Herzinfarkt, für Schlaganfall steigt drastisch an. Eine frühzeitige Behandlung soll das verhindern. Besonders wichtig ist aber auch, mit der Erkrankung im Alltag umzugehen und auf die richtige Ernährung zu achten. Dafür bietet die Praxis für Diabetologie verschiedene Schulungsprogramme für Patienten an. Geleitet werden die Schulungen von Schwester Gisela Müller. In kleinen Gruppen geht sie ganz speziell auf die Bedürfnisse der Patienten ein. Das heutige Thema ist die Unterzuckerung. Bedeutet also, die Ursachen festzustellen, wodurch kann es zu einer Unterzuckerung kommen, was muss ich dann machen und wie sieht die richtige Behandlung dazu aus. Nicht? Während die Patienten ja sonst keine Lebensmittel mit Zucker essen sollen, sind sie gerade in diesem Fall schnell wirkende Kohlenhydrate zu sich nehmen, also in Form von Traubenzucker, Saft, Cola etc. Die Schulungen werden täglich in der Poliklinik Ernst von Bergmann angeboten. Auch Eleonora Hoffmann nimmt regelmäßig daran teil. Der Austausch mit den anderen Patienten ist ihr besonders wichtig. Ziel der Diabetikerschulung ist es, den Alltag mit der Krankheit besser bewältigen zu können.